لكن علي مساعدتك. هل رأيت النظرة في وجهها؟ يمكن أن تكون البطلة في المرة القادمة، وسأكون الوزير. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt, Said. Schauen wir mal, was du hast. Sieh dich nur um. War das alles? Ich muss aufbrechen. Mach's gut, Sahib. Frieden, Sadiq. Sei gegrüßt. Was hast du da? So viel Auswahl. Das könnten wir verstärken. Nun gut. Eine gute Wahl. Sonst nichts? Ich muss gehen. Gute Reise. Bürger Bagdads, die Aufstände. Vor uns kann sich nichts verstecken. Erfreut euch an der. Antwort des Kalifen an jene, die ihn in Frage stellen. Da fällt ein Kolorosch. Du sagtest, du bräuchtest Hilfe, Darwish. Dabei den Aufstand aufrechtzuerhalten, nehme ich an. Richtig. Mit Geld lässt sich da viel erreichen. Aber ohne die richtigen Mittel lässt sich schlecht an Geld kommen. Sieh mal, es heißt, dass unsere feinen Bürger seltene und einzigartige Gegenstände mit sich herumtragen. Erleichtere sie von dieser Bürde, Basimund, werde belohnt. Hier, wirf einen Blick darauf. Ha, noch mehr Plunder. Ich nehme ihn dir ab. Dies könnte dich interessieren. Oh, reiche Ernte. Gute Arbeit. So faul wie du bist, brauchst du sicher viele solcher Spielzeuge. Der weise Mann pflegt seine Ausrüstung. Frieden, Sadiki. Möge Allah uns wieder zusammenführen, Basim.
Wenn wir zu alt für sowas sind, meine Knie tun jetzt schon weh. Mir gefällt nicht, wohin. Die Strategen, der Kalif, der Visier. Das Volk ist nicht zufrieden. Hallo, sei gegrüßt. Was gibt es heute bei dir? Sieh dir meine Auslage an. Ich kann deine Klinge verbessern. Abgemacht. Brauchst du etwas Spitzeres? War das erstmal alles? Ich sollte mal weiter. Friede sei mit dir. Du kommst reichlich spät. Hast du auf mich gewartet? Ich warte auf keinen Mann. Du siehst müde aus. Ein kleines Abenteuer hilft mir schnell wieder auf die Beine. Gibt es Neuigkeiten? Mali findet, es sei an der Zeit, den Palast anzugreifen. Die Spitzel sind abgelenkt und das Volk gespalten. Inwiefern? Einige behaupten, der neue Kalif hätte den Thron von Abu Abdullah ibn el-Mutawakil gestohlen. Was weißt du über ihn? Wenig. Er war im Palast in der Nacht, als sein Vater... In der Nacht, als ich in diese Truhe griff. Meisterin, konnten wir inzwischen mehr über den Gegenstand darin erfahren? Warum fragst du? Es ist nicht gut, dass wir so wenig über etwas wissen, das dem Orden so wichtig ist. Sollten wir nicht danach streben, den Feind besser zu kennen, um ihn zu besiegen? Sei gegrüßt, Basim. Störe ich gerade? Nein. Wenden wir uns unserer Arbeit zu. Natürlich. Abu Abdullah. Rivka sagt, du hättest seine Mutter Kabiha getroffen? Ja. Sie könnte an der Spitze des Ordens stehen. Sie oder die Dichterin Arib. Oder Statthalter Muhammad. Alle drei hatten Verbindungen zum Feind. Muhammad ibn Tahir. Seine Vettern verwalten das Land, auf dem sich Alamut befindet. Ihr Schutz ist das Einzige, was unsere Feinde fernhält. Ich schnitt dem Feind die Beine vom Leib, Meisterin. Lass mich zuschlagen, solange die Stümpfe noch bluten. Ich demaskiere ihn und finde heraus, was er will. Basim hat recht. Wir müssen schnell handeln. Gehe zur runden Stadt. Spähe alle drei aus, doch schreite nicht zur Tat. Erstatte mir auf dem Haus des Geheimsiegels Bericht. Willkommen, willkommen! Habt ihr neue Werkzeuge ersonnen? Sieh dich um! Genug gesehen? Vielleicht könnten deine Fähigkeiten hier nützen. Sei mein Gast.
War's das? Eure Hilfe ist unbezahlbar. Leb wohl. Dichterin, Politiker und Konkubine. Bald werde ich wissen, wer von ihnen die Maske trägt. Kind krank wird, seid ihr um ihr Wohlergehen bemüht. Der Kalif empfiehlt, das neue Werk des Scheich Arad zur Kinderhaltung des Rates zu fliehen. Ebide Omer Adam Shepam Tier, et El Choris Mibetor, Merkab Adashem. So schöne Häuser. Und welch ein Kontrast zu den armen Siedlungen El Anbars.
Lass deinen Blick schweifen. Was? Hoffentlich ist sie zu Hause. Du wirst mich nicht von meinen Gästen fernhalten. Das ist mein Haus. Bezahlt mit meiner Großzügigkeit. Bezahlt mit meiner Genialität. Wenn es um Andenken, Gefallen und persönliche Widmungen geht, findest du Saida Arib nach ihrem Vortrag im Garten. Guten Tag. Du musst ihr Gönner sein. Es ist mir eine Ehre, Saidi. Mit Verlaub. Ich ersuche ein Treffen unter vier Augen mit der Dichterin. Ist das so? Ihre Sprache macht mich sprachlos. Symmetrie von See und Himmel, so bewegend. Ich wünsche nur, ihr meine ehrliche Bewunderung auszudrücken. Schöne Worte. Fast so schön wie die ihren. Und genauso falsch. Wir beide kennen die Maske, die sie trägt. Nicht wahr? Maske, Saidi? Genug mit dem Saidi. Ich weiß, was du bist, warum du hier bist. Glaubst du, ich hätte dich nicht in den Schatten herumschleichen sehen? Sie ist nicht länger Teil eurer Ränke, eurer geheimen Treffen, eurer albernen Spitznamen. Ich habe sie davon befreit, denn ich lasse ihre Tür bewachen. Meine Männer verfolgen ihre Vorträge. Jeden Brief, den ihr ihr schicktet, ließ ich zerreißen und zurücksenden. Zurücksenden? Du findest einen Stapel in der Postverwaltung. Verbrennt sie. Vergrabt sie. Tut, was ihr wollt. Meinetwegen könnt ihr daran ersticken. Ja.
alberne Spitznamen, geheime Treffen. Der Gönner könnte mich für ein Mitglied des Ordens der Ältesten gehalten haben. Die Briefstapel in der Postverwaltung könnten mehr verraten. Mal sehen, welche Maske du trägst, Dichterin. Die Postverwaltung. Ich werde tun, was die Spitze machen. Mich durch die Post Fremder wühlen und Verschwörungen erschnüffeln. Nur eine Fleischwunde, aber eine Spurnahme. Nur etwas weiter links. Geh einfach ohne mich zum Rennen. Ich mach mir einen. Schaffen wir uns einen Überblick. Allah, gib mir Kraft! Stöcke! Ja, hörst du?
Ich verstümmel dich Stück für Stück. Hier muss es Briefe aus jedem Winkel des Kalifats geben. Dann suche ich mal Aribs. Abu Abdullah ist der wahre Kalif und wird bald den ihm gestohlenen Thron zurückholen. Hey, du bist tot! Abu Abdullah ist der wahre Kalif und wird bald den ihm gestohlenen Thron zurückholen. Den lasse ich den Spitzeln da. Nachdem der Honig von ihren Lippen getropft ist, verlässt Athalab den Garten und folgt der Maus. Geheime Ordensnachrichten? Schlechte Dichtkunst? Beides? Arib könnte Athalab sein. Der Gönner sprach von einem Vortrag im Garten. Ich könnte Arib diesen Brief geben und schauen, wohin die Füchsin mich führt. Bitte beachte, dass deine Zahlung von 15 Dananir überfällig ist und bis zum... Nein. Es wäre mir ja gleich. Ich gehe in den Garten, überreiche Athalab ihren Brief und folge ihr dann. Tobe wie das Meer. Ich versüße dein Stürmen. Brenne wie die Wüste. Ich bade in der Glut. Beiß zu wie die Kobra. Ich werde beraubt. Doch in mein Herz fest. Steig auf wie die Tauben. Komm in mein Nest. Hierher! Wo du auch ruhst, dort ruhe ich. Verlasse sogleich. Ein Taschendieb hat mein Silber gestohlen. Du auch. Bin ich sicher.